Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics und ich bin wieder da, ich habe wieder was mitgebracht, wieder eine 4x4 Tür und ja, sie ist auf jeden Fall kleiner geworden, sehr viel kleiner, sie ist nur noch 3 Blöcke dick anstatt vorher ganze 5 Blöcke, sie ist also sehr viel kompakter, sehr viel kleiner und braucht auf jeden Fall weniger Ressourcen. Und wie man sie baut, zeige ich euch nach dem Intro. So, da haben wir die Tür. Wie eben schon gesagt, die ist nur 3 Blöcke dick. Das heißt, die ist 2 Blöcke dünner als die von vorletzter Woche. Von der Breite her, die ist 10 Blöcke breit. Also ich glaube, 2 Blöcke dünner als die andere. Und dafür ist die aber auch ein Block höher geworden mit jetzt 13 Blöcken. So, dann probieren wir mal die Tür. Und ihr seht, die ist ziemlich schnell. Und die geht auch nicht kaputt. Und ihr könnt die auch ziemlich schnell an- und ausmachen. Und wieder anmachen. Und wieder ausmachen. Also ihr seht, das funktioniert wunderbar. Und wir haben eine Menge Technik dahinter natürlich. Ich habe natürlich 2 Wochen gebraucht, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Ich wollte mir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, das ganze Design kompakter zu machen. Die waren nämlich 5 Blöcke breit davor und ich wollte es unbedingt ändern. Ihr seht, hier sind überall Verstärker, irgendwelche Blöcke, Fackeln, Beobachter und die Zielblöcke, die ich ganz cool finde. Und wir haben eine ganze Menge Ressourcen trotzdem, auch wenn es jetzt schon weniger ist. So, dann schauen wir uns mal an, was wir für Ressourcen brauchen. Wir brauchen einen Hebel, 42 Redstone-Staub, 6 Redstone-Fackeln, 26 Verstärker, 4 Ziele, 12 Beobachter, 30 haftende Kolben, 16 Türblöcke, 12 mal Glas und eben eine Menge Baublöcke. Und wenn ihr das hier auf Bodenhöhe haben wollt, was ja irgendwie logisch ist, dann müsst ihr 4 Blöcke in den Boden reinbauen. Also ein 4 Block tiefes Loch machen und dann kommen dort 2 Zielblöcke hin in die Mitte und insgesamt 4 Kolben da drauf und dann kommen da eure Türblöcke hin. Dann erweitern wir das so zu einem T und dann machen wir, ja, nicht so rum, so Kolben hin, die zeigen dann in die Mitte und das machen wir hier auch genau so. Und jetzt brauchen wir unsere Baublöcke. Die kommen hier hin. Dort kommen dann Kolben rauf. Und zwar 4 Stück. Genau so. Und das machen wir hier auch. Und zwar 1, 2, 3, 4. Damit die Tür eben auch 4 Blöcke hoch wird. Und auf beide Seiten kommen die Türblöcke. So, dann machen wir es wieder wie unten. Wir müssen das eins versetzt hinbauen. Und zwar so und so. Und dann können wir dort schon mal die beiden Eisenblöcke hinmachen. Dann brauchen wir hier 3 Baublöcke. Setzen dort 2 Ziele dran. Und dann können wir das auch wieder abreißen. Dann gehen wir da drunter und machen wieder 4 haftende Kolben hin. Und natürlich die Türblöcke. So, das hätten wir geschafft und zwar brauchen wir natürlich noch einen Rahmen. Ja, da sieht man diesmal kein Redstone im Vergleich zum letzten Mal. Da waren ja ein Redstone-Block und ein Kolben zu sehen. Und das ist heute nicht so oder hier nicht so. Da sieht das Ganze so aus, ist also nichts zu sehen. Und jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir brauchen Beobachter hier diagonal und einen haftenden Kolben dort. Haftender Kolben und wieder ein Beobachter. Die zeigen nach oben. Das heißt, hier müssen auf jeden Fall Blöcke hin. Hier müssen aber auch Blöcke hin. Und hier und hier. Hier läuft nämlich ein Verstärker rein auf 4. Stufe. Redstone, Verstärker auf 4. Stufe und nochmal Redstone. Dann sieht das Ganze so aus.
Dann lassen wir das hier mal hochlaufen und zwar zwei Blöcke diagonal. Und dasselbe auch hier, wieder zwei Blöcke diagonal. Dann gehen wir hier hinter und machen hier nochmal so einen Block hin. Das geht dann wieder eins runter, ist auf derselben Höhe wie der Verstärker dort. Und dort kommt auch Redstone rauf. Und das machen wir hier auch. Ein Block mit Redstone. So, jetzt gehen wir hier hin und machen hier mal kurz einen Block hin und setzen dann einen Hafnungskolben dorthin. Der sollte dann hier von dem Redstone aktiviert werden. Und dann nehmen wir hier einen Beobachter und bauen ihn so, dass er eben zu uns guckt und von der anderen Seite natürlich weg. Wieder dasselbe hier, ein Block, ein Kolben, ein Beobachter. Und der geht dann hier rein. Ne, hier. Ich habe das verwechselt. Der Block muss direkt dort hinter, genau so. Kommt ein Block hin, mit einem Verstärker drauf, auf dritter Stufe. Block auf mit Verstärker auf dritter Stufe. Darüber muss noch ein Block hin und dort muss auch noch ein Block hin. Dann sieht das Ganze so aus und ich zeige es euch mal hier. Ihr seht, das ist so ein bisschen wie ein Schachbrettmuster. Das müssen wir hier wiederholen. Und zwar muss hier noch ein Block hin und da haben wir dieses Muster hier. Ist ein bisschen schwer zu zeigen. Ich hätte vielleicht noch einen Block mehr Abstand lassen sollen. Jedenfalls sieht das dann so aus. Hier haben wir den unteren Verstärker auf dritter Stufe, dort drüber kommt einer auf vierter Stufe und auf den Kolben kommt ein Verstärker mit zweiter Stufe. Das geht dann hier so im Kreis und aktiviert dann diesen Kolben dort hinten. Dasselbe machen wir jetzt wieder auf der anderen Seite. Also hier muss ein Block hin, hier muss ein Block hin, dort muss einer hin und dort muss einer hin. Dann Verstärker auf zweiter Stufe, Verstärker auf vierter Stufe und dann haben wir das. Jetzt müssen wir hier unten noch rein und zwar brauchen wir hier zwei Verstärker, Redstone dazwischen, Redstone dahinter, genau so. Die werden dann nämlich von dem Verstärker hier gepowert und dann funktioniert das Ganze erst und die hinteren von den beiden stellen wir auf die vierte Stufe. Das ist sehr wichtig, damit das Ganze funktioniert. Dann ein Beobachter, der da nach oben zeigt. Und ein Block drauf. Und das hier ist der Einfahrmechanismus. Hier kommen noch zwei Blöcke hin. Mit Redstone-Fackeln hier und hier. Und ihr seht, die sind direkt über dem Verstärker. Das heißt, da powert sich nichts gegenseitig. Und dort kommen nochmal zwei Fackeln hin. Das ist jetzt der Einfahrmechanismus und der sollte auch funktionieren. Beziehungsweise sollten hier schon zwei Blöcke rauskommen, wenn wir das aktivieren. Ihr seht, das hat geklappt. Und da klappt es auch. Und ihr seht, das hat nicht ganz geklappt. Moment. Ja, die Seite hat geklappt. Und jetzt versuchen wir es hier nochmal. Ja, zwei Blöcke. Und das liegt jetzt halt dran, dass diese Seite hier von der Seite gepowert wird. Aber das fixen wir ganz schnell. Und zwar, indem wir hier nach unten gehen und dort viermal raufhämmern. Dann ist das wieder in Ordnung. Und es hat auch alles geklappt. Das heißt, die untere Hälfte ist quasi fertig. Jetzt brauchen wir ein bisschen Glas hier. Und zwar kommt hier erstmal ein Block hin. Da kommt Redstone drauf, hier kommt ein Glas hin, Redstone drauf, hier kommt ein Block hin mit Redstone drauf, ein Glas und Redstone, Redstone und noch ein Glas und noch ein Glas mit beiden Redstone. Das heißt, wir haben hier vier am Stück mit Redstone, vier Gläser mit Redstone, Block, Glas, Block, Block, so. Dasselbe machen wir auf dieser Seite. Block, Redstone, Glas, Redstone,
Block mit Red Zone. Ein zweimal Glas. Redstone, Redstone. Nochmal zweimal Glas. Redstone, Redstone. Unten sind wir fertig. Jetzt kommt das obere Teil dran und das ist wieder eine ganze Menge. Und zwar erstmal ein Kolben hier, ein Kolben hier und dann ein Beobachter, der zeigt nach hier und einer nach hier. Das ist wie hier unten die beiden Kolben, nur dass sie eben nach vorne schauen. Das sind so minimale Veränderungen. Ich habe versucht, oben und unten möglichst ähnlich zu halten, damit das Ganze auch gut funktioniert. So, dann kommen hier noch zwei Blöcke hin und auf jeden Fall hier oben drüber noch Blöcke hin. Dort kommt nämlich Redstone drauf und dort kommt auch ein Hebel dran. Dann brauchen wir Verstärker und zwar hier und hier, die müssen auf die vierte Stufe. Und dort kommt ein Block genau so hin. Dann wird das hier vom Redstone gepowert und der Kolben wird auch gleich mitgepowert. Das kommt genauso hier hin. Und dann sind wir hier vorne auch fertig. Jetzt kommt wieder die komplizierte Technik hier hinten dran. Und zwar einmal eine Ebene schaffen hier. Und zwar ein Block unter den Zierblöcken. Und die müssen wir tatsächlich wieder rausholen. Ich habe da nämlich was vergessen. Und zwar Beobachter. Von wo machen wir es? Von hier. Und zwar müssen die nach unten zeigen. Das klappt natürlich nicht. Da machen wir hier den Block mal kaputt. Ja, die müssen unbedingt nach unten zeigen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Und so. Und darunter kommen Blöcke. So und so. Und dann können wir die beiden Blöcke hier am Rand wieder ranmachen. Da kommen Verstärker drauf. Und nochmal Verstärker, genau wie unten. Und wieder die beiden auf die vierte Stufe. Wieder an beide, nicht an beide diesmal. Ja, das ist einer der kleinen Unterschiede. Hier kommen Blöcke hin, damit das abgeschnürt wird. Und das müssen wir wegnehmen. Und das müssen wir auch wegnehmen. Dann sieht das so aus. Hier kommt Redstone hin. Hier kommen Verstärker hin auf der zweiten Stufe. Der ist auf der dritten Stufe. Zweite Stufe bitte. Dann ein Block hinter die beiden Verstärker und Redstone drauf. Und da kein Redstone. Und jetzt haben wir hier wieder so ein kleines Schachbrettmuster. Und zwar genau so. Oben drauf ein Verstärker auf dritter Stufe. Und hier auch Verstärker auf dritter Stufe. Ein Block dahinter. Hier auch ein Block dahinter. Und jetzt müssen wir hier weiter unten. Hier haben wir den tiefer gesetzten Kolben. Da muss so ein Block hin. Und dort kommt ein Verstärker auf vierte Stufe hin. Ein Block so, ein Block so. Ein Verstärker auf zweiter Stufe. Und hier kommt eine Fackel hin. Nein, nicht so. Auch nicht so. Genau so, ein Kolben, der nach oben zeigt und ein Beobachter, der in den Block rein zeigt. Und natürlich, hier oben fast vergessen, noch Redstone drauf. Den Hebel mache ich da weg, sonst könnte es kaputt gehen. Dasselbe machen wir hier auch, also ein Block und noch ein Block. Dort zeigt ein Verstärker rein auf die vierte Stufe. Block, noch ein Block, Verstärker auf zweite Stufe. Fackel, ein haftender Kolben und ein Beobachter. Und dann denke ich mal, dass wir so gut wie fertig sind. Und ja, es sieht schon fast danach aus. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Hier ist ja ein Redstone und das zeigt hier in den Block rein. Würde damit diesen Verstärker, den Kolben dort aktivieren. Deshalb muss das Ganze hier Glas sein. Da machen wir Glas drauf und dann Redstone drauf. Genau so. Und dann sollte es gewesen sein. Und jetzt können wir hier den Hebel hinsetzen. Das ist relativ egal. An diesen vier Stellen könnt ihr es hinsetzen, damit unten das Signal noch ankommt.
Und den da mache ich mal weg. Ja, es funktioniert. Und da zieht sich es wieder ein. Es funktioniert alles wunderbar, Leute. Und das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.